zusammen, heute ist unser Thema ausländische Eltern bzw. türkische Eltern, weil ich habe türkische Eltern, du auch. Ja. Ich kann jetzt nur für meine Eltern sprechen. Ja, wie hast du denn jetzt so eigentlich gemerkt, so dass bei dir die Eltern halt so ein bisschen anders sind oder die Mentalität anders ist? Also bei mir war das so tatsächlich, dass ich so in der Schule, jetzt nicht unbedingt in der Grundschule, aber in dieser weiterführenden Schule habe ich ein bisschen gemerkt, so okay, das ein bisschen anders ist. Nur so bei Elternsprechtagen oder so. Aber ich habe es eher im Alltag gemerkt. Ja, in Elternsprechtagen war das halt immer so. Meine älteren Geschwister sind bei mir mitgegangen, also bei meinen Eltern, weil um zu übersetzen, also ja. Mein Vater und meine Mutter konnten Deutsch, ja, oder können Deutsch, aber das war jetzt nicht so perfekt. Ne? Und dann ist immer so ein Bruder oder Schwester mitgegangen. Ja, eher so Bruder gab's dann. Und dann haben die so ein bisschen übersetzt. Und da merkt man das ja auch schon, okay, von dem Kollegen, die Mutter ist jetzt allein dahin gegangen oder so. Ne? Und da merkst du so ein bisschen den Unterschied. So, ne? Da fängt es schon an. Ja, sowas wie Briefe übersetzen. Oder? Ja, das ist der Standard. Katastrophe, ne? Also, da hast du sogar einen drauf bekommen, weil du es nicht übersetzen konntest. Ja. Mit 10 oder so. Ja. Ne? Warum? Du kannst doch Deutsch, ja. Du gehst doch in die Schule, war es dann irgendwie. Brief vom Finanzamt bekommen, sonst übersetzen. Ja, ich habe heute immer noch Schwierigkeiten, Briefe zu verstehen. Ja, ist auch so. Deswegen machst du das, ja? Und schon als Kind. Oder wenn ich so einen Brief für meinen Vater, ich musste auch schon mal einen Brief für meinen Vater schreiben. Also, es war so eine Kündigung oder so. Und ich weiß noch, ich kann mich nicht so erinnern. Ich mit meinen Rechtschreibfehlern und so. Ja, ist krass. Aber mein Vater hat mir das vorgeschrieben, es war katastrophal. Dass du das machen musstest, so? Ich hoffe, mein Vater guckt das jetzt nicht. Das bestimmt. Ja, aber schon lustige Sachen. Also wenn ich so in zwei Wörtern türkische Eltern beschreiben müsste, dann wäre es... Katastrophe? Chaotisch, ich weiß nicht. Streng. Aber auch irgendwie liebevoll. Aber liebevoll und lustig. Okay, das waren jetzt viele Wörter. Ja, es war aber total, also es ist total lustig, ja, rückblickend. Das stimmt. So ein Chaos. Also bei mir war das so, dass meine Mutter sehr streng war. Bei mir auch. Aber mein Vater war voll... easy. Ja, man denkt immer andersrum. Ja, ne? Aber das stimmt gar nicht. Mein Vater war... Also ich finde, bei Türken ist das nicht so. Ja. Bei Türken ist die Mutter voll streng, hat die Hosen an zu Hause. Ja, tatsächlich. Und man denkt immer, der Vater, also Macho oder so, Türken und so. Ja, nee, überhaupt nicht. Der Vater hat fast nichts zu melden. Ja, der geht arbeiten, der kommt nach Hause und dann will er sich auch jetzt nicht so mit sowas beschäftigen und nicht streiten oder so. Und das ist immer... Also, wenn wir damals... irgendwas haben wollten von unseren Eltern, weil das immer so, dass wir den Vater gefragt haben, also unseren Papa gefragt haben. Ja. Und Vater hat immer gesagt, also fragt Mama. Ja, ne. Er hat so richtig Angst davor. Ne? Ja, also ja. Und dann, wenn meine Mama jetzt Nein gesagt hat, hat er dann immer gesagt, so ja, lass doch oder so. Ja, bei uns auch. Ja, lass sie doch mal raus. Ja. Oder keine Ahnung, weiß ich, lass die das machen oder so. Das stimmt. Mein Vater ist immer noch am chilligsten so. Obwohl, ja, meine Mama ist heutzutage auch so, ne. Ja, es ändert sich mal. Aber wir hatten eher... Ich will jetzt nicht Angst sagen, aber so mehr Respekt von der Mama als vom Papa. Ne? Ja, man ist ja auch viel mehr mit der Mama. Ja. Und die Mama, der steht bis da. Ja, ohne Witz. Die haben gar keinen Bock mehr und so. Und gar keine Nerven mehr für uns. Ne? Wir sind 5 Geschwister. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe ein Kind, ich bin überfordert. Und dann sind 5 Kinder. Kein Wunder gab es gefühlt. Das kann schon stressen. Also Geschrei gab es bei uns zu Hause tatsächlich nicht. Es wurde eigentlich keiner wirklich laut, aber meine Mutter war streng. Ja, so laut war es jetzt bei uns auch nicht. Oder kennst du das, wenn die Mama sauer ist auf dich und die redet die ganze Zeit. Die schimpft mit dir, dann geht die aus dem Wohnzimmer raus, ins Badezimmer, in die Küche. Das geht gefühlt eine Stunde. Das war bei uns auch so. Eine Stunde. Mein Papa auch immer so, jetzt reicht jetzt und so. Ne? Ja. Und immer noch, lang am Meckern, aber ich kann es voll nachvollziehen. Die kocht, so redet weiter und dann geht sie irgendwie. Machst du so Selbstgespräche. Redet sie weiter und es geht stundenlang. Ja. Du hast dich mal ausgehalten. Oder wenn du Ärger bekommen hast von der Mama, ne, ist dieses Wiedergutmachen mit einem Essen. So, keine Ahnung, du hast voll geheult wegen der, aber du bist voll beleidigt im Zimmer und dann kommst du so, Essen ist fertig. Kennst du das nicht? Ja, doch. So einmal musste ich so, ich voll am Heulen und so, war voll, keine Ahnung. Die hat mir dann Eis gebracht, meine Mutter, und hat mich gezwungen, dieses Eis zu essen, weil das war einfach so eine Wiedergutmachung von ihr und ich hatte gar keine Lust auf Eis. Und sie hat mich so, das war einfach dieses Wiedergutmachen. Sie wollte das, also Emotionen sind in unserer Familie nicht so. Das hatten wir, meine Mutter ist schon ein kalter Mensch, also ich auch, meine Schwester auch, wir sind einfach so. Emotionen zeige ich jetzt nicht so krass. Und es war dann so ein Wiedergutmachen von meiner Mutter. Ich kenne das eher von meinem Papa. Echt? Dann ging die Tür auf und dann hat er mir irgendwie so, keine Ahnung, eine Packung Süßigkeiten. Nee, das nicht. Oh, komm jetzt. und dann hat er irgendwie eine Packung Süßigkeiten dahin getan oder so. Und dann wusste er irgendwie...
keine Ahnung, sowas, so Chips oder so. Als ich kleiner war, hat mein Vater mich immer, der konnte das nicht ertragen, wenn ich dann Dings war, irgendwie so eingeschnappt war, dann kam er dann auch immer ins Zimmer und hat mich dann immer so reingetragen, weißt du, noch ins Bett, da hat er mit mir gekuschelt und so. Das war bei uns, auch bei meiner Schwester so. Also mein Vater kam nicht klar, wenn meine Schwester irgendwie geweint hat oder so. Weil ich glaube, das war auch Mädchen, die einzige Tochter oder so. Das war ganz schlimm. Bei den Jungs war es immer, egal. Ne? Ja. Aber bei der Tochter war es immer ganz anders. Mhm. Da kam er nicht klar, das stimmt. Ja. Das ist mir ganz interessant so. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen so ist, bei den türkischen Familien. Aber ich denke, die können sich da auch wieder sehen, wie mit dem Meckern, also was das Meckern, dass die Mutter die ganze Zeit redet oder auch halt Briefe übersetzen oder so. Oder wenn mal ein Tellik fliegt, eine Pantoffeln sind bei uns auch immer geflogen. Ja. Also ich nicht, ich habe voll wenig. Also Pantoffeln? Ja, oder? Hausschuhpantoffeln? Ja. Ja. Ja, dann Hausschuh halt. Ja, das war uns auch mal geflogen hin und her. Und diese. Ich habe am wenigsten abbekommen. Präzise gezielt, egal wo du warst, auch so um die Ecken und so, ne? Ja. Das ist so eine Rakete, die hat sich verfolgt. Ja, ja. Aber immer so auf die Beine war es. Bei uns war es so auf die Beine, nicht so auf den Kopf gezielt oder so. Ja, ich glaube, bei meiner Mama war das egal. Ich meine, die hatten aber so Pantoffeln, die haben mir nicht wehgetan. Ja. Und dann hatten wir auch so eine Taktik entwickelt, dass wir so Pantoffeln gekauft haben, meiner Mama so als Geschenk und so. Die haben so getestet zu Hause, in Deichmann oder keine Ahnung. Ja, die haben nicht wehgetan und so, haben wir so gegeben und so. Und die dachte, es ist weh oder so. Ne? Geil. Ja, obwohl die das auch so ein bisschen vermutet hat und so. Aber... Ja, von Mama hat mir am meisten Angst. Ja, wir auch. Oder kennst du das so, wenn du so einen neuen Führerschein bekommen hast oder sowas, oder hast du den Führerschein gemacht und so, oder du hast mit deinem Papa geübt und so, und der hat immer irgendwas gesagt, so. Auch als du Führerschein hattest, ne? Jetzt gib Gas, gib doch Gas und schalte jetzt, schalte doch, und dann drück doch die Taste, den Knopf oder keine Ahnung. Ja. Ne, mein Vater hat das nicht gemacht. Einmal ist es bei mir passiert, da waren wir beim Aldi, das ist eine lustige Geschichte, da waren wir beim Aldi, wir waren am Parkplatz, und dann hatte das Auto so ein Telefon, das war damals ein bisschen neu, so, ne? Krass. Ja. Ein Telefon. So was kenne ich nicht. Da war so eine SIM-Karte drin. Im Auto ist so eine SIM-Karte drin. Gibt es heutzutage auch. Boah, da bin ich jetzt doch ein bisschen zu jung für. Okay. Auf jeden Fall meinte er so, ja, hier ruf mal deinen Bruder an, ruf mal deine Schwester an, um zu testen. Dann drück mal dies, drück mal das. Und ich war halt der Fahrer. Ne? Ja. Der hat mich so verwirrt und das Auto war halt an. Okay. Und ja, mach mal Navi. Und der konnte sich mit Technik nicht aus und so. Und dann meinte er so, fahr los. Und ich bin losgefahren, gegen die Stange. Zack, Unfall. Gegen Stange? Ja, gegen die Stange. Und ich hatte gerade Schiss. Und? War mir einer drauf? Der meinte so, steig aus. Ja, du bist gegen die Stange gefahren. Ich so, wie? Ich hab's irgendwie nicht gemerkt. Auch nicht. Oder ich wollte es, glaube ich, nicht. Du hast Schiss. Ja. Und dann, so aufgeregt? Und der hat nichts gesagt. Ich habe keinen Ärger bekommen oder so. Ja, das ist krass, ne? Weil wenn du mal wirklich Mist baust, so einen Unfall oder so, kriegst du keinen Ärger. Aber von so Kleinigkeiten, da können die dich wirklich wochenlang mit erschimpfen. Ich habe noch mal so einen Unfall gebaut. Da war ich beim Arzt und das war so eine Einfahrt. Da passt ein LKW rein. Ne? Und ich habe es nicht geschafft, da waren so Steine dran. Ne? An der Seite. Bin gegen Stein gefahren und dann so weiter gefahren, geschliffen. Oh. Komplette Seite. Okay. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Da habe ich ihn angerufen und so, ja, Papa, ich habe Unfall gebaut, ne? Gegen Stein und so. Ne? Total Katastrophe. Ne? Der so, was? Ja, komm nach Hause. Zack, aufgeregt. Und so, okay, jetzt bin ich dran. Da kommt er hin, hat es angeguckt und dann ist einfach gegangen. Ja. Ich habe keinen Ton gesagt, der hat nichts gesagt. Ja. Bin nicht geschimpft. Aber so ist mein Papa auch. Mein Bruder hat auch mal mit seinem Auto einen Unfall gebaut und das Auto war danach total Schaden, aber das ist nichts passiert so. Und der war nicht sauer. Nee. Nee, also bei so krassen Sachen natürlich, ne, dann sind die nicht sauer. Aber bei so Kleinigkeiten, ne, machst du irgendwas falsch, hältst du das Licht falsch oder so? Ja, das liegt auch daran, warum ich so handwerklich nicht begabt bin. Ich musste halt immer sowas machen, wie so Lampe halten. Ja. Oder der hat mir irgendwas gesagt, so ein Werkzeug, keine Ahnung, bring mal das und das. Ich hab's noch nie gehört, ich hab so einen Namen noch nie gehört. War jetzt nicht so, hol mal Hammer oder so, ne? Ja. Bring mal das und das, Nummer 14. Ja. Nee. So, was ist das? Ich geh da hin und hol irgendwas. Junge, ist das und so. Ist ja keine Ahnung, geh das holen und so. Oder musstest du komplett nochmal in den Keller oder irgendwo anders hin, so zum Nachbarn nochmal und so. Und dann wieder falsch. Und dann beim dritten Mal oder so. Hat er einfach keinen Ton gesagt, so einfach genommen und dann selber geholt oder so. Ja, solche Geschichten habe ich jetzt selber jetzt nicht, weil als Mädchen ich voll viel sowas. Nicht, ne? Aber ich habe nur so Haushalt, keine Ahnung, Putzen, was auch immer. Ne? So das hat meine Schwester gehabt immer und so. Die musste immer sowas machen und so. Aber ich bin jetzt voll dankbar,
Also ohne Witz. Ich auch. Also einiges gelernt. So. Weil, klar, ich habe ganz ganzen Haushalt. Wie man Licht hält und so. Das kannst du jetzt bei mir machen, ne, wenn ich rumkomme. Volle Experte. Ja. Aber nee, mit dem Führerschein, das hatte ich nicht. Mein Vater ist wirklich ein Engel, so. Meine Mama auch. Aber meine Mama war dann so, einmal durfte ich fahren. Ich habe eine Freundin mitgenommen, meine Mama war dabei, mein Vater war dabei. Wir wollten halt so, keine Ahnung, 15 Kilometer weiter in eine Stadt. Und dann hatten die plötzlich irgendwas zu tun, dann wurde noch ein Anhänger dran gemacht. Und mein Vater hatte so einen Benziner und ich war mit Diesel gewohnt und seine Kupplung kam so spät, okay, und keine Ahnung. Ne? Und ich stand dann an der Ampel an einem Berg. Anhänger dran, das Auto ist voll, ich voll ungewohnt, ne? Voll oft abgeweckt. Ey, das war mir so peinlich. Meine Mutter von hinten die ganze Zeit, Osman, sie kriegt das nicht hin. Osman, wollt ihr tauschen? Osman. Und ich voll so versuchen, mein Vater so, jetzt bleib mal ruhig und versuch jetzt nochmal. Und keine Ahnung, aber meine Mutter redet. Ja, irgendwann hat es geklappt. Aber meine Mama, die redet sehr viel im Auto. Aber meine Mama ist ja auch so, die weiß, die kennt jede Straße, ja, jede Ecke, ey, ne, und die wissen immer, egal wo du bist. Auch wenn du in Holland bist, ja, oder so, die wissen es besser. Das ist, bei meiner Mutter ist es aber auch, ja, so. Ja, du bist falsch gefahren. Ja. Woher weißt du das denn? Ich hab Navi an. Die weiß das besser. Ja, ja, klar. Ich denke, jetzt bei jeder türkischen Mutter so. Ja, die Mütter wissen es einfach besser. Mal gucken, wie wir später werden, wenn die Kleine mit dem Auto sitzt. Ja, stimmt. Ja, ich hatte ja eben schon erwähnt, dass ich das halt in der Schule auch gemerkt habe, ne? So. Ja. Ich fand immer so, auch bei so Elternsprechtag oder keine Ahnung, wenn irgendwas war, Stress war oder so, da war mein Vater voll der Harte, sag ich jetzt mal. Der hat sich so nie was gefallen lassen und so. Von wem? Ja, so. Von der Schule, also von, ja, Lehrern was, oder so. Ja, weil das so was Unfaires war oder so. Ja, okay. Zum Beispiel, da war mal so ein Vorfall, da hatte irgend so ein Junge mich geschubst oder so, mein Kopf kam gegen das Fenster ja, ging kaputt oder so. Und die Schule meinte so, ja, ihr zahlt es jetzt so 50-50, seid beide schuld und so. Ja, okay. Mein Vater hat sich das jetzt sofort nicht gefallen lassen, wir sind direkt zum Anwalt gegangen, der hat einen Brief geschrieben, zack, fertig. Ne? Ja, krass. Und da war auch so, ich war ja halt in der Fahrschule und so, und ich hatte voll lange gefahren, ich hatte also voll viele Stunden machen. Stimmt, hast du mir erzählt. Ja, mein Vater hatte irgendwie keinen Bock mehr. Ne? Und ja, der war, das ist voll teuer und so, der meinte jetzt zu mir, ja, sag jetzt deinen Fahrschüler, du machst jetzt die Prüfung. Dein Fahrlehrer. Ne? Ja, was hab ich gesagt? Fahrschüler. Nee, mein Fahrlehrer. Und, du bist Fahrlehrer geworden. Ja, ganz kurz. Und dann meinte mein Fahrlehrer halt so, ja, ich will jetzt Prüfung machen. Mein Vater sagt, das reicht jetzt langsam und so. Und dann, ja, meinte zu mir so, ja, ist dein Vater der Chef oder bin ich der Chef? Ne? Ah, mein Vater natürlich. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen, so, ja, der hat so und so gesagt. Und der so, ja, ich Chef. Ja. Ne? Ich zahle das Geld. Ja, der nix Chef, ich bin Chef. Und dann bin ich zu dem gegangen, zu dem Fahrlehrer. Mein Vater hat so und so gesagt, der ist der Chef, er zahlt das Geld, nicht du. Ja. Und okay, dann machst du die Prüfung. Da war der ein bisschen genervt. Ja, krass. Ne? Da zum Beispiel so, hat man so gemerkt, so. Mhm. Und mein Vater hat man immer zu mir gesagt, ja, mein Sohn, du machst mal Praktik. Und ich so halt, was ist das und so. Ne? Okay. Das ist, du machst Praktik und so, ne? Und dann irgendwann kam es raus, dass er Praktikum meint damit. Aber damit, hä? Also mit Praktikum meinte er halt Abitur. Ach so, krass. Und ich dachte immer so, ja, also Praktikum mache ich auch mal und so, ne? Ja, aber ja, so, okay. Dachte, du machst irgendwann Praktik und so, ne? Und das hat Abi gemeint. Okay, ne? Hast du gemacht. Ja, ich habe Fachabi gemacht. Jetzt kann, also nicht Vollabi, ist das Gleiche. Ja, nein, ja, ist nicht das Gleiche. Okay. Aber da war dann immer so, keine Ahnung, ich finde auch ausländische Väter sind auch dann immer so, ja, mein Sohn hat dann studiert. Die wollen das dann sagen. Ja, die wollen. Und deswegen habe ich auch studiert. Mein Vater wollte unbedingt einen Sohn haben, der studiert hat. Eigentlich hatte ich gar keinen Bock drauf, so. Ja. Aber dann habe ich auch studiert und so, ne? Und deshalb war er auch voll stolz und so, klar. Mein Vater war noch nie auf einem Elternabend. Also Elternsprechtag ist ja was anderes, ne? Da redet man über deine Noten und so. Da geht man in die Schule, da, ja, spricht man meine Elternabend, ist dann halt so, was kommt dieses Jahr so alles dran, so Stoff, ja, und was, wie Klassenfahrt, wohin sollen die fliegen und so da fahren. Ja, Klassenfahrt. Ja, aber meinst du so, das ist so mein Lehrer guckt sich das an oder so? Weiß und denkst so, boah, der. Also ich hatte einen Lehrer, ich hatte meinen Lehrer, der meinte, aus mir wird nichts. Finde ich auch lustig. Und hatte ich auch mal. Hier, ja. Hatte ich auch mal. Auf der höheren Handelsschule hatte ich mal einen Lehrer. Ich habe dann immer gesagt, dass ich damals VWL studieren will. Habe ich jetzt nicht, aber etwas Ähnliches. Mhm. Der hat gelacht. Ja. Der hat sich kaputt gelacht. Der hatte Tränen in den Augen. Ich verstehe jetzt nicht, warum. Warum hast du gelacht? Wenn du das schaust, warum hast du gelacht? Der war voll nett und so. Der war voll korrekt und so. Der war in Ordnung. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Der hat mich aber fast vom Ertrinken gerettet. Krass. Wir waren mal so Klassenfahrt. Jetzt schweife ich ab. Ja.
nennt man das? Schreibst ab, ja. Abpfeifen. Boah, ich hatte voll Sprachfehler. Ja. Und da waren wir so Kanufahren und so, ich konnte nicht damals schwimmen. Ich finde, ausländische Kinder haben echt mit dem Schwimmen. Das ist auch sowas. Das ist auch so ein Thema. Schwimmen? Ne? Ich konnte auch nicht schwimmen, ich wurde auch schon zweimal. Jetzt pfeife ich wieder ab und Hunde. Jeder, Angst vor Hunden? Ja. Alle türkischen Kinder haben Angst vor Hunden. Das stimmt. Aber weißt du, woher das kommt? Also ich kenne das. Also bei meinen Eltern, beziehungsweise meine Großeltern und so, auch in der Türkei und so, habe ich auch mitbekommen. Wenn du zum Beispiel frech warst oder so, dann hieß es, ja, der Wauwau kommt. Ja, ja. Oder Polizei. Wenn du nicht auf isst und so. Ja. Wenn du nicht auf isst, dann kommt die Polizei. Dann hat man auch voll Angst vor der Polizei. Ja, meine Mutter, wir hatten einen Nachbarn und die hatten einen Hund, einen großen schwarzen, und vor dem hatten wir Angst, weil er hat echt viel gebellt. Und immer, sie meinte immer, wenn du nicht auf isst, dann kommt dieser Hund und beißt dich. Das ist doch nicht normal. Nee, aber ich hatte selber voll nie Angst vor Hunden. Voll traumatisiert. Ja, bei manchen Ja, das stimmt. Manche nimmt es mit, manche nicht so. Ich hatte jetzt kein Problem damit, ich mag Hunde immer noch. Aber meine Mutter hat ultra Panik vor Hunden zum Beispiel, ja. Ich jetzt nicht so, aber früher, als ich Kind war, dann eher. Da hatte ich schon ein bisschen Angst vor Hunden. Aber dann irgendwann hast du so, ich sag jetzt mal, warst du bei einem deutschen Kollegen oder so, ne? Ja. Oder keine Ahnung, ein anderer Landsmann. Wir haben nur Kontakt mit Deutschen gewesen. Ich jetzt nicht so. Also ich bin nur mit Deutschen groß geworden, tatsächlich. Ja, krass. Ja. Und da hatten die Hunde und dann auch Katzen oder keine Ahnung. Dann haben wir diese Tiere kennengelernt. Ja. Und ich hätte gerne einen Hund, aber... Ach so, ja. Und du wurdest vorhin mal trinken von dem Lehrer. Der war voll breit gebaut, ne? Der hat voll gepumpt und so immer. Hat er bestimmt einmal so gemacht und zack, was der war auch, der war auch mal Sportlehrer gleichzeitig. Okay. Also der war mein BWL-Sport- und Klassenlehrer war der. Da hat er mich so gepackt. Und ja. Und dann ist so geschwommen, so wie so Baywatch, wie so ein Sixpack und so, ne? Und alle so, wow, cool und so, ne? Und dann hat er mich so gegen das Ufer, auf das Ufer, hat er mich so geschmissen, so zack. Krass. Ja, ich hatte so Schwimmwesten an. Ja, ne? Ja. Mhm. Und der hat mich mal ausgelacht und so, ne? Wenn du das siehst, du warst cool. Ich weiß nicht, wie der hieß. Herr Kinzel? Herr Künzel? Kinzelmann? Kinzelmann. Irgend sowas. Der war schon cool. Oder so Hausaufgaben zu Hause, ne? Also meine Mama, die kann nicht wirklich Deutsch. Das ist auch komisch. Aber damals konnte sie es besser. Sie hat ein paar Deutschkurse gemacht, aber jetzt inzwischen kann sie es da irgendwie halt nicht mehr. Aber egal. Und ich weiß noch so Diktate, ne? Da haben wir geübt zu Hause. Ja, und dann sagt sie so, komm mal, weiß ich nicht, die hat immer so komische Sachen gesagt. Und ich dachte, auf Türkisch bestimmt. Ja, und dann ich so, was? Und so, also es war so anstrengend, weil du versuchst ein Diktat zu lernen, du versuchst ja schon etwas Neues zu lernen und dann musst du noch die Sprache, also von ihr Diktieren noch lernen. Also war so anstrengend. Also bei uns war das so tatsächlich, oder ich kann jetzt nicht über meine Geschwister reden, aber bei mir war das so, dass ich tatsächlich Deutsch, beziehungsweise, klar, ich konnte ja Deutsch und so, aber... Du bist nicht in den Kindergarten gegangen. Ich bin nicht in den Kindergarten gegangen, deswegen bin ich auch so... Crazy, ne? Auch so handwerklich unbegabt. Ich merke, also, ja, so die jetzt schweife ich wieder ab, also die Geschichte jetzt mal zu Ende erzählen, dass man vielleicht dass meine Mutter mir das beigebracht hat, also auch krass. Deutsch zu schreiben. Ich bin nicht unbedingt Deutsch, ich hatte direkt Deutsch und Türkisch in einem so. Ja. Oder hatte Mathe und so. Und die konnte selber kein Deutsch, die musste sich jetzt mal die Matheaufgabe durchlesen, irgendwie verstehen. Ja, krass. Weil in der ersten Klasse kann ich ja nicht lesen. Ja, und mir das dann erklären. Ne? Hat sie gemacht. Bis zur vierten Klasse habe ich die Hausaufgaben mit meiner Mutter gemacht. Das finde ich auch krass, ne? Obwohl die kein Deutsch können oder nicht. Das ist heftig, ne? Aber die haben alles gegeben, um uns das beizubringen. Das finde ich auch das crazy. Das finde ich voll krass. Also was wolltest du ihm erzählen? Ja, ich war nicht im Kindergarten, ja. Ja, ich weiß nicht mehr, was wir... Es ging um Hausaufgaben, um Diktate. Ja, ich glaube, bei meinem Vater war es so, die finanziellen Mittel waren einfach nicht da. Den Kindergarten meinst du? Ja, alle, das sind vier Kinder. Drei sind in den Kindergarten gegangen und bei mir, wenn ich jetzt Frage, sagen meine Eltern so, ja, du wolltest nicht und so. Ich denke mir so, wann überlässt man so eine Entscheidung Dreijährigen oder so? Ja, so willst du Kindergarten? Nö, würde ich nicht. Ja. Aber im Endeffekt lag es an finanziellen Mitteln. Ne? Und weil dann gingen dann in die Schule, meine Schwester ging in den Kindergarten und dann ich auch noch, war es irgendwann zu viel. Da habe ich so eine Tafel gehabt zu Hause mit so Magnetdingern, Zahlen, also Buchstaben. Ja. Da hat meine Mutter mir das zu Hause auch sowas beigebracht in der Schule, zu Hause. Aber ich kann zum Beispiel jetzt, ich merke, ich kann nicht malen. Nicht mal so ein Manicle malen oder so ein Baum oder so mein Auto. Die Kleine lacht mich aus, wenn ich so irgendwas male oder so. Aber es kommt von den Kindergarten. Ich kann sowas nicht. Ja. Das kann gut sein. Oder dass ich so eine hässliche Schrift habe oder so. Ja, der hat echt eine ultra hässliche Schrift. Das kann keiner lesen. Ich kann es auch nicht lesen. Das ist echt schrecklich. Ja.
Ja, das waren so halt interessante Punkte, so, die wir jetzt so ja, erwähnt haben von türkischen, ausländischen. Ich finde bestimmt, dass das so bei arabischen oder so italienischen Eltern fast genauso ist. Also selbst bei Deutschen. Also wir reden hier von Ausländern so, aber ich glaube fast jede Mama und Papa, also ich glaube jeder hat seine eigenen lustigen Stories und so. Naja, wenn ihr coole Stories habt, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare und abonnieren und liken nicht vergessen. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, ob deine Follower da so einiges wiedererkennen, wie zum Beispiel so ein Papa, das sind, oder türkische Eltern, die nie auf einem Elternabend waren oder so, oder bestimmt, oder keine Ahnung, oder auch, dass sie sich so, dass der Vater sich so eingemischt hat beim Fahren, beziehungsweise Briefe übersetzen. Ja, bestimmt, ich würde es gerne mal wissen. Ja, schreibt es gerne einmal rein und das war's heute wieder. Und falls ihr auch irgendwie ein Thema habt, was ihr hören möchtet bei uns beim nächsten Mal, dann auch gerne reinschreiben. So, das war Podcast Nummer 2. Ja. So, macht's gut. Tschüssi.